Hallo Welt, da sind wir wieder. Ich glaube, wir sind ein Mörder, oder? Das kann doch nicht sein, dass immer noch niemand auf der Karte zu sehen ist. Haben wir irgendwo eine Statistik oder so? Wird uns das irgendwo angezeigt? Wir haben aus Versehen irgendwo jemanden getroffen, aber wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, eigentlich nicht. So weit können wir mit dem Ding hier nicht schießen. Diese Waffe bringt nicht sehr viel. Da sind unsere Sachen. Wer war das? Da sind ja noch unsere Sachen. Okay. Wo ist er denn? Schon wieder so weit weg. Wow. So, jetzt aber schnell das Gewehr reparieren hier. Ich hoffe, wir haben jetzt genug Kleber im Schrott. Unser schönes, wackeliges Gewehr, wo ist es? Da ist es ja. Ja. Grubenhauer Handschuh. Naja, der könnte später mal ganz nützlich werden. Aber später mal, da finden wir ihn auch bestimmt noch mal.
Die Maschinenpistole. Was verschießt... 45er verschießt sie. Ja, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Rohrzange mit Haken, schön. Ja, was können wir noch machen? Diese hier verwerten. Ja. Ach, auf die 17 Pfund kommt es jetzt auch nicht mehr an. Gucken wir mal lieber, ob wir... Oh, hoppla. Falsches Menü. Ob wir unsere Sachen noch verbessern können. Wie viel Kleber haben wir denn? Was können wir hier rausholen? Ah, den Schalldämpfer können wir endlich bauen. Das war bestimmt nicht die beste Idee. Somit haben wir jetzt, glaube ich, die Waffe so verbessert für uns zumindest, dass sie besser nicht mehr werden kann. Oh, Moment, geht die überhaupt besser durch das Leuchtvisier? Präzision, nein, durch das Reflexvisier würde sie besser werden. Ja, da können wir im Moment jetzt nicht sehr viel machen. Also lassen wir das so, wie es ist. Ja, schön. Nichts wie raus hier. Und dann gehen wir unserem Ziel weiter nach. Ein bisschen was trinken. Und demnächst, liebe Welt da draußen, dürfen wir uns nicht nochmal drauf einlassen, auf irgendwas hier. In irgendeinen Tunnel kurz mal reingucken oder so. Das war ganz schön groß hier. Und das hat ganz schön gedauert, muss ich sagen. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Kam mir irgendwie... Von außen sah das kleiner aus. So, das Tor war doch nicht so groß. Und wartet denn draußen noch jemand auf uns? Oh oh, Hunger? Ja, okay, wir machen was. Wir sollten genug zu essen haben, oder? Reis und Bohnen. Und was machen wir jetzt mit unserem ganzen Zeug? Ja, ich hoffe, wir treffen mal einen Händler, oder was machen wir damit? Denn sonst geht's ja in dem Tempo weiter.
Das kann ja eigentlich auch nicht so weitergehen. Wir brauchen einen Plan. Vor allem so langsam nach, na, so nach 3 Stunden fast, mache ich mir doch Gedanken, warum wir seit 3 Stunden hier niemanden mehr auf der Karte gesehen haben. Aber doch, ich glaube, die sind alle jetzt am Schlafen oder irgendwas, die hier auf der Karte waren, denn... Als wir das letzte Mal jemanden gesehen haben, da waren noch 2 da, dann war irgendwann, glaube ich, nur noch einer da. Und jetzt ist seit langer, langer Zeit gar keiner mehr da. Wo könnten wir denn jemanden aus Versehen abgemurkst haben? Ja, das Einzige, was mir echt einfällt, das war, als wir uns vertan haben und anstatt zu respawnen, um Hilfe gerufen haben. Vielleicht war da jemand sofort in der Nähe und wir haben auf alles geschossen um uns herum und haben ihn vielleicht getroffen. Jetzt sind wir als Mörder vielleicht markiert. Nochmal auf die Karte. Albino Redhirsch. Oh, unser Kanalmaskottchen. Die Karte einmal. Nein, echt. Das, ja, okay, alles gut. Nein, wir sind kein Mörder. Hier. Arcturus ist da und Fiesgrim ist da. Okay, hallo Arcturus, hallo Fiesgrim. Oh, ja, Erleichterung. Ich dachte echt, wir haben da irgendeinen Blödsinn gemacht. Wir wollen doch niemanden ermorden. Nochmal, okay. Uns geht's gut. Was machen wir mit unserem Übergewicht? Da oben könnte ja auch noch was sein. Oh, gut. Ach, das Wasser werden wir schon los. Aber wir haben jetzt auch mächtig viel Schrott. Ah, das könnten wir machen. Wir könnten ein Camp aufbauen. Ja. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir werden ja sowieso wieder viel, viel einsammeln. So viel überladen sind wir auch nicht. 840. Die Waffe hier könnten wir zerlegen. Naja, da sind wir aber auch noch nicht weiter mit. Dann. Diese auch. Wir haben es nicht so mit automatischen Waffen. Warum ist das ausgegrünt, das Fernglas? Stufe 1.
Ja, die Teile, die wir nicht brauchen, die Rüstungsteile, die könnten wir eigentlich auch alle verwerten. Ach ja, die ganzen Power-Rüstungsteile. Ja, gute Idee. Also so in dem Tempo kommen wir nie an. Da müssen wir uns doch was überlegen. Wow, Munition haben wir ja ordentlich jetzt. Was haben wir denn da für Symbole eigentlich auf der Karte? Wo sollen wir denn was machen? Ach so, ja, immer noch erkunden hier und da ist doch irgendwas ganz in der Nähe, oder? Uranrausch, ein Event in der Nähe. Ja. Speisung der Hungrigen, immer noch. Das läuft aber schon ziemlich lange und die Schlacht, die es niemals gab. Die ist relativ neu. Ach, endlich. Ruhe. Wir bleiben mal auf dem Weg. Hier sind so viele Versteinerte. Was haben denn hier so viele Menschen so in der Wildnis zu suchen? Sind die alle geflüchtet, als die mitbekommen haben, dass die Bomben kommen? Wir gehen in den Wald, da sind wir geschützt. Die Bäume schützen uns. Ja, gut möglich. Ich weiß auch nicht. Ich würde wahrscheinlich auch lieber dann im Wald verbrutzelt werden als irgendwo anders. Ja, auf der Straße ist doch bestimmt nicht so angenehm. Im Wald, da ist man wenigstens in der Natur. An der frischen Luft. Ja, ein paar Grad wärmer ist die Luft dann vielleicht, aber frisch. Ach so, nochmal. Ich habe immer angenommen, die sind hier bei der Explosion versteinert. So wie der Hund von Fry in Futurama. Aber ich glaube... Das waren vorher alles diese Verbrannten und dann waren die zu lange, diese Verbrannten, und sind irgendwann versteinert, übergegangen in Versteinerung. Haben alle keine Waffen mehr dabei, weil wahrscheinlich andere schon längst gekommen sind und ihnen die Waffen abgenommen haben. Könnte ja sein. Ja, es wird etwas heller und ruhiger. In der nächsten Folge geht es weiter, liebe Welt da draußen. Wir sind aber am Ende der Folge. Wir machen noch ein Bild mal. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.